Sie ist die Nummer 1 und sie findet Beachtung. Die Schnellladestation von Santander in Mönchengladbach. Aus ihr kommt ausschließlich Ökostrom und zwar für alle E-Autotypen auf dem deutschen Markt. Das Konzept stammt von der RWE-Tochter Innogy. Was Sie hier sehen, sind zwei Stecker. Zum einen der Typ-2-Stecker fürs Wechselstromladen und der Kombostecker. Das ist dieser Stecker hier, mit dem Sie eben auch Gleichstrom laden können. Gleichstromladen heißt mit 50 kW Ladeleistung, heißt ungefähr 20 Minuten Ladeleistung für so einen typischen i3 auszukommen. Der elektrische BMW i3 gehört zur Santander Firmenflotte. Eines von mehreren Bekenntnissen zur Elektromobilität. Wir werden auch in einigen unserer Filialen, vor den Filialen, jetzt hingehen und auch da E-Ladesäulen installieren, um einfach auch so ein bisschen zu zeigen, da geht der Trend hin, wir beteiligen uns damit und hoffen dadurch, dass sich das einfach auch besser entwickelt. Aber warum errichtet eine Bank Stromsäulen für E-Autos? Tatsächlich ist Santander als größter konzernunabhängiger Autofinanzierer in Deutschland mit der Branche eng verknüpft. Reinhard Zirpel, Präsident des Verbandes der internationalen Kraftfahrzeughersteller, hat sein eigenes E-Auto mitgebracht und lobt das Santander-Projekt. Also ich glaube, es ist vorbildlich. Es ist zum ersten Mal, dass ich an so einer Veranstaltung teilnehme. Und jede Ladesäule zusätzlich in Deutschland hilft der Elektromobilität zum Erfolg. Die Santander-Säulen sollen ausdrücklich offen für alle Nutzer sein. Laut Innogy kostet eine 100 Kilometer Stromladung etwa 4 bis 5 Euro.